Der Text heute, den wir ausgewählt haben für die Predigt heute, ist aus dem ersten Brief von Petrus im Kapitel 2. 1. Petrus, Kapitel 2, die ersten 10 Verse. Wenn ihr die Bibel habt, bitte sie aufschlagen. Ich werde heute keine PowerPoint haben, also ich werde nicht herumspringen im Text, sondern ich werde eben von der Bibel lesen. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden und seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt und wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus dem Finsternis zu einem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Soweit das Wort des Herrn. Herbst und Winter, wissen wir, dass es eine besondere Zeit ist. Es ist eine besondere Zeit, nicht nur, weil es kalt ist, sondern es passieren auch Dinge, die die betroffenen Menschen von Grund auf erschüttern. Unlängst haben wir in Österreich gehabt, Muren, die Häuser einfach weggeschwommen haben. Häuser. Vor einer Woche, die Schlagzeilen lesen wir, wie Albanien von einem Erdbeben gesucht worden ist und wie plötzlich Häuser einfach die jahrelang da waren, plötzlich nicht mehr da sind. Einmal sind wir durch Italien gefahren und dann sind wir durch eine Gegend mitten in Italien gefahren, wo links und rechts einfach zerstörte Häuser waren durch Erdbeben. Und ein Haus gilt eigentlich als Immobilie. Ja? Also ein etwas, das nicht bewegen kann. Ist es nicht auch so bei uns manchmal in unserem Leben? Es gibt Situationen, es gibt Zeiten, wo unser Leben einfach erschüttert wird. Wo alles, worauf wir vertraut haben, alles, worauf wir gesetzt haben, plötzlich in Frage gestellt wird. Plötzlich nicht mehr gilt. Plötzlich haben wir keinen Boden auf unseren Füßen. Plötzlich unsere Lebensphilosophie stimmt nicht mehr. Und wir wissen nicht, was los ist mit uns. Die Menschen, die Petrus diesen Brief geschrieben haben, waren ungefähr in so einer Notsituation, in einer komischen Situation. Sie haben gelebt, so ungefähr 64 Jahre nach Christus, wo Nero, der berüchtigte Kaiser im Rom, geherrscht hat, und sie haben besondere
Erlebnisse erlebt in ihrem Leben. Sie haben erlebt, und Paulus spricht sie an im ersten Kapitel, ja, dass sie leiden. Es ist eine Zeit des Leidens. Es ist eine Zeit auch, er spricht sie auch an, sie glauben fest an Christus. Aber sie wissen nicht ganz genau, was sie sind, wo sie hingehören. Plötzlich sehen sie, dass sie etwas anderes glauben als die anderen. Und somit versucht Petrus, sie zu ermutigen. Durch diese Worte, die wir heute lesen. Wir machen in unserer Gemeinde eine ganz wichtige Reihe mit sehr wichtigen Predigten, wo wichtige Themen unseres Glaubens angesprochen werden. Wir haben gehört vor kurzem von Bobby über die Sohnschaft, die wir durch Jesus Christus bekommen haben. Wir haben letzten Sonntag gehört von der Liebe Gottes, die so groß ist, dass uns aus dem Tod gerettet hat und in sein Licht geführt hat. Aber war es das? Sind wir nicht aufgerufen, weiterzukommen? Bleiben wir als Christen allein oder sind wir bestimmt für etwas anderes? Und da ist heute das heutige Thema die Gemeinde. Was sagt Petrus über die Gemeinde? Wie ist diese Gemeinde, die Gott in der Bibel beschrieben hat? Wie kann diese Gemeinde überleben durch die Jahre? Durch diese Probleme, durch diese Wind und Regen, die durch die Zeiten kommen. Wie kann sie überleben? Das Erste, was er sagt hier, er spricht im ersten und zweiten Vers vom Kapitel 2, legt nun ab alle Bosheit, allen Trug und alle Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Und seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen und unverfälschten Milch. Begierig nach der unverfälschten Milch, so wie neugeborene Kinder. Was hier Petrus anspricht, ist, dass sie vom Wort wiedergeboren sind. Im Vers 23 von Kapitel 1 steht ganz genau, denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichen Samen, sondern aus unvergänglichen durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. War das nicht die Frage der Menschheit immer schon gewesen, die aber in der letzten Zeit vielleicht ein bisschen an Bedeutung verloren hat? Was sind wir von Menschen? Woher kommen wir? Was ist unser Ziel im Leben? Und hier sagt Petrus ganz klar, dass ihr durch ein Wort wiedergeboren seid. Er sagt nicht, ihr seid besser geworden. Er sagt nicht, ihr habt es gut verstanden. Er sagt nicht, ihr seid besser als die anderen, sondern ihr seid wiedergeboren. Ihr seid neue Menschen. Und wir sind neu geworden durch das Wort, durch das Evangelium, durch das wir gehört haben. Nun stellt man die Frage, was ist das für ein Wort? Woher kommt dieses Wort? Und prompt ist die Antwort von Petrus da und sagt, das ist das ewige Wort. Das heißt, wir sind wiedergeboren durch einen ewiglichen Samen. Wir sind nicht wiedergeboren für eine kurze Zeit. Wir sind nicht wiedergeboren für 5 Minuten, weil wir etwas erlebt haben, sondern wir sind für die Ewigkeit bestimmt worden. Aber was bedeutet das? Wie können wir das anfassen? Und so sagt Petrus, ja, seid wie neugeborene Kinder. Nicht anders. Tut euch nicht viel. Sondern wie neugeborene Kinder. Was machen die neugeborenen Kinder? Die haben eine angeborene Eigenschaft, dass sie Milch wollen. Und das von der Mutter. Und das unverfälscht. Das wissen sie ganz genau, das spüren sie. Und übrigens, die Milch der Mutter ist eigentlich
Es wird versucht nachzumachen. Sie haben es auch gut im Griff, aber so richtig das wahre Milch der Mutter kriegt man nicht hin. Und so sagt Petrus, legt mal alle diese die schlechten Sachen in eurem Leben, ihr Leben. Legt sie alle ab. Seid wie neugeborene Kinder. Genau an das Milch, genau an das Wort, von dem aus ihr wiedergeboren seid. Weil das der Wille Gottes ist. Seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen und unverfälschten Milch. Es ist hochinteressant, wie Petrus hier über die Milch spricht, die sowieso, ich glaube, dass damals nicht möglich war, das zu verfälschen. Aber der spricht sie genau an und sagt, nach dem vernünftigen und unverfälschten Milch. Und ich überlege und ich denke, wenn es für die Gemeinde, die damals, und Petrus war ja noch am Leben, ein Apostel, der Jesus erlebt hat, wenn es für sie damals so wichtig war, dass sie am Wort Gottes bleiben, wie viel mehr noch wichtig ist es für uns 2000 Jahre danach, an diesem Wort Gottes zu bleiben, an diesem ewigen Wort Gottes. Die Herausforderungen, die damals die Gemeinde erlebt hat, die Herausforderungen, die die Gemeinde erlebt hat über viele Jahre und die Herausforderungen, die wir heutzutage haben als Gemeinde Christi, mögen sein, dass sie ein bisschen unterschiedlich sind, aber dass die im Zentrum die Probleme durch das Wort Gottes, dass sie das Wort Gottes bekämpfen und nicht akzeptieren als das Wort Gottes, das haben wir auch heute noch. Unsere Gesellschaft befindet sich in einer ganz besonderen Situation. Es gibt einen Artikel vom Ron Kupsch vom Evangelium 21 im Faktum Magazin. Der hat einen Philosophen zitiert, das wirklich auf den Punkt bringt, die Herausforderungen unserer Zeit und damit auch verbunden die Herausforderungen von der Gemeinde. Zu den auffälligsten Merkmalen unserer Kultur gehört die Tatsache, dass es so viel Schwachsinn gibt. So schreibt dieser Philosoph Harry Frankfurt. Und unter Schwachsinn versteht dieser Philosoph Aussagen, die vortäuschen, um Wahrheit und Aufrichtigkeit bemüht zu sein, für deren Absender jedoch letztlich ein Wahrheitsbezug belanglos ist. Praktisch in anderen Worten, diese, die Schwachsinn betreiben, sind nicht bemüht um die Wahrheit. Sie sind lediglich bemüht, Meinungen und Einstellungen von Menschen in ihrem eigenen Interesse zu manipulieren. So sind wir umgeben, und das ist jetzt mein Punkt hier, so sind wir umgeben von Meinungsmüll, der eine Unterscheidung von Wahrheit und Lüge kaum mehr zulässt. Wir leben eben in so einer Gesellschaft, mit so einem Merkmal, wo die Wahrheit so schwierig ist, herauszufiltern. Und sind wir ist es nicht für uns so wichtig und vielmehr wichtiger, an die Wahrheit ranzubleiben und nicht zu bewegen? Wenn es drunter und drüber geht, wenn die Gesellschaft nicht mehr weiß, was Wahrheit und Fake ist, wenn das Wahrheit und Falsch ist, dann sind wir aufgerufen, nicht nur an diesem Wort zu bleiben, sondern auch von dieser Wahrheit, von diesem Wort, dass wir wiedergeboren sind, weiter zu sagen. Hier steht das vernünftige Milch, das vernünftige Wort Gottes. Wenn wir das Wort Gottes anwenden, und wir sollten es anwenden, so wie wir es, wenn ein Kind von der Milch trinkt, dann wird er wachsen, so sind wir auch aufgerufen, nach dem Wort zu leben. Und es ist vernünftig, nach diesem Wort zu leben.
Es ist nicht nur so, ja, ich glaube an die Bibel, ja, ich lese manchmal an die Bibel. Nein, das ist viel mehr. Wir sind aufgefordert, sagt Petrus hier, legt ab. Und das Wort hier legt ab ist ausziehen, nimmt alles weg. Das gehört nicht zu euch, das ist nicht kompatibel mit dem, was ihr liest. Von dem Wort, worauf ihr wiedergeboren seid. Das Wort sollte in uns Veränderung bringen. Und nur das Wort bringt auch Wachstum. Praktisch sagt Petrus auch zu uns heute, ja, tut euch nicht so viel an, überlegt euch nicht so viel Methoden, wie ihr das schafft. Bleibt an das Wort. So werdet ihr, in Vers 3 steht es, in Vers 2 am Ende, damit durch sie wachset zur Rettung. Es gibt keine andere Möglichkeit zu wachsen im Glauben, außer nur durch das Wort, durch die Bibel. Das ewige Wort. Wieder sagt Petrus hier das ewige Wort. Das Wort, was euch wiedergeboren hat. Und das ewige hier für mich bedeutet der Plan Gottes. Von Anfang an. Am Anfang war das Wort, sagte Johannes in seinem Evangelium. Und das ewige Wort ist hier auch für uns. Petrus hat es genau gewusst, wovon er spricht. Es war Petrus, der nach seiner Predigt, und übrigens, er hat gepredigt in der Apostelgeschichte, den wir lesen, fast ja nur vom Alten Testament. Und er steht da vor dem Leiter Israels, vor dem höchsten Richter, vor den Höhenpriester und so weiter. Und sie sagen, aber ist er nicht ein Ignorant? Er weiß ja gar nichts. Er kennt ja gar nichts vom Alten Testament, von den Schriften. Wie kann er so predigen? Und genau dieser Petrus immer noch heute redet, spricht und erwähnt nur Verse aus dem Alten Testament. Petrus hat einen interessanten Bezug auf das, zum Wort. Erinnert euch, wie Petrus ganz am Anfang, wie Jesus ihn aufgerufen hat, sein Nachfolger zu werden. Was hat Petrus gesagt? Jesus sagte zu ihm, geht wieder zurück, ihr habt nichts gefangen durch die ganze Nacht, aber werft die Netze auf der anderen Seite. Wie antwortet Petrus? Und ich glaube, das bleibt sein Leitmotiv für sein ganzes Leben. Auf dein Wort hin, Jesus, werde ich das machen. Wir haben nichts gefangen, die ganze Nacht, wir sind müde. Aber auf dein Wort hin werde ich das machen. Was bedeutet das? Können wir das sagen? Auf dein Wort hin, Jesus, werde ich das machen. Und so kommen wir zum zweiten Punkt. Ja? Dass die Gemeinde, wir lesen hier, ist wie die Kinder Gottes, die begierig bleiben an dem Wort. Und so lesen wir weiter ab Vers 4, zu ihm kommen, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott, aber außer Welt, kostbar, lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen. Mein zweiter Punkt hier ist Jesus Christus. Diesen Eckstein, dieser Stein, den auch Kai in der Kinderandacht angesprochen hat. Heutzutage baut man kaum mit Steinen. Aber früher, es gibt auch im ländlichen Bereich, im Balkan, in Griechenland, kann man eben diese Häuser immer noch heute anschauen. Die sind aus Stein gebaut. Und ich habe das mal gesehen in Albanien, woher ich komme. Wie, wenn so ein Haus gebaut wird. Wenn ein Haus gebaut wird, fängt man nicht von der Mitte an. Fängt man nicht von irgendwo an, sondern fängt man von einem Punkt. Und dieser Punkt ist dann die Ecke. Und wenn man mit Steinen baut, dann nimmt man den ersten Stein, der wird gesetzt. Und der muss wirklich gut sein. Weil auf diesem Stein werden andere Steine aufgebaut. Und wenn der schief liegt, dann liegt alles schief.
Deswegen wird hier auch Jesus Christus, unser Herr, der, der das Leben gegeben hat für uns, der durch ihn einfach die Liebe Gottes gezeigt wird, wird als Eckstein hier ernannt. Aber nicht von Petrus, sondern vom Alten Testament, von dem ewigen Wort, wird hier der Plan Gottes einfach manifestiert, der wunderbare Plan Gottes, dass was hier entsteht, ist der vollkommene Plan Gottes. Das ist nicht irgendwas, was zufällig entsteht. Wenn ihr die Evangelien gelesen habt und gelesen habt immer, der Sohn des Menschen wird gekreuzigt, der Sohn des Menschen wird das machen, schon bevor Jesus sich kreuzigen ließ. Habt ihr euch gefragt, wieso sagt Jesus das so oft, bevor er gekreuzigt wird? Nicht nur, um seine Nachfolger vorzubereiten, sondern allein hin zu auf das Wort, auf den Plan Gottes von der Ewigkeiten hinzuweisen. Um zu sagen, was hier geschieht, ist nicht ein Zufall. Was hier geschieht, ist nicht so, ja, vielleicht, wenn sie mich nicht akzeptieren, dann werde ich getötet von ihnen. Nein, ganz und gar nicht. Er war fest überzeugt und voll im Klaren, was hier geschieht. Und Gott sei Dank und ihm sei Ehre und Preis in Ewigkeit, dass er sein Leben gegeben hat, damit wir mit ihm auch leben können. Und so sagt auch Petrus hier, auf diesem lebendigen Stein, auf diesem Stein, lasst euch aufbauen. Und hier ist schon die Herausforderung für uns. Lasst euch aufbauen. Wir versuchen aus unseren menschlichen Kräften, uns selbst aufzubauen. Auf dem Christus. Aber hier das Wort Gottes sagt, lasst euch aufbauen, weil ein anderer ist im Werken, weil ein anderer ist im Bauen. Ihr seid nicht der Hausbauer, ihr seid lebendige Steine und sehr wertvoll, weil dieses Haus, dieser Plan Gottes, ein Haus Gottes zu bauen, ohne uns keinen Sinn machen würde. Ohne diesen lebendigen Stein von Jesus Christus keinen Sinn machen würde. Und so hat Gott in seinem Plan eben ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, geistliche Schlachtopfer darzubringen. Mit anderen Worten sagt Petrus hier, allen, die sich fragen, was sind wir? Was mache ich da? Was mache ich mit meinem Glauben? Ja, ich glaube an Jesus Christus, aber was ist mit mir? Wo gehöre ich hin? Und so sagt Petrus noch einmal, ihr seid nicht nur Kinder Gottes, die begierig seid nach seinem Wort, sondern ihr seid dazu gedacht, dass ihr ein heiliges Haus seid. Ein Haus, wo Gott wohnt. Und was bedeutet das in meinem Alltag? Gott wohnt in mir. Bedeutet das, dass Gott nur in meinen Gedanken wohnt? Bedeutet das, dass Gott nur wohnt, wenn ich mir Zeit nehme, um zu beten? Das ist ein Zustand. Wir sind das. Und so sollte auch diese Tatsache, dass Gott in uns wohnt, auch uns ermutigen, dass wir auch in unserem Leben, in unserem Alltag, durch unser Tun, was wir machen, was wir denken, wie wir agieren mit unseren Mitmenschen, das soll sich durchziehen. Deswegen sagt auch hier Petrus, legt ab. Oder Paulus im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 1, das sind genau die gleichen Worte von einem anderen Menschen, Apostel Paulus, und hier spielt Petrus, der sagt, Apostel Paulus, mit eurem ganzen Leib. Ihr sollt vernünftige geistliche Gottesdienst betreiben. Nicht nur durch Gedanken, sondern mit eurem Leib, mit eurem ganzen Sein, mit eurem Leben. Und so frage ich mich, was das bedeutet eigentlich, auf den Jesus aufbauen zu lassen. Was bedeutet das, dass wir auf Jesus
uns aufbauen und so ein schönes Haus haben. Was sind die Merkmale dieses Hauses, dass es so schön ist und Gott darin wohnen kann? Es ist nicht nur die Liebe, die wir in Jesus Christus haben, sondern dass wir uns auch verändern lassen und den Willen dessen auch tun, der uns aufgerufen hat und erlöst hat. Wie können wir sagen, wir sind auf Jesus, wir bauen auf Jesus, wenn unser Leben einfach das Gegenteil bezeugt, was wir sagen? Was ist das für ein Aufbauen? Was ist das für ein Haus? Was ist das für ein Ruf, was dieses Haus hat? Jeder Stein dieses Hauses ist kostbar und lebendig. Und alle, die in Jesus glauben, sind diese Steine. So lassen wir uns durch das Wort aufbauen vom Herrn, vom Baumeister, in diesem wunderbaren Priestertum, in diesem wunderbaren Haus. Und so komme ich zum dritten Punkt, das Volk Gottes. Wir haben gesehen, dass die Gemeinde Christi sind die Kinder Gottes, die begierig sind nach dem Wort. Wir haben gesehen, dass Gemeinde ist ein Haus Gottes, aufgebaut auf dem einen Stein, auf Jesus Christus, der sein Leben gegeben hat für dieses Haus. Und das vierte ist das Volk Gottes. Und da können mir nur die Tränen kommen, immer wieder, wenn ich dieses lese. Ab Vers 9. Aber ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Da ist Petrus voll, schreibt, eigentlich betrieben vom Heiligen Geist. Ihm fehlen die Worte, wie er das beschreibt. Wie er ihnen sagt, ihr seid jetzt etwas Besonderes. Ihr seid jetzt etwas, nicht weil ihr etwas Besonderes seid, besser als die anderen, sondern ihr seid jetzt ein Volk. Ihr habt jetzt eine Identität. Wenn ihr vielleicht euch Gedanken gemacht habt und gesagt, okay, was mache ich hier? Die denken anders, die sprechen meine eigene Sprache, aber die glauben nicht an dem, was ich glaube. Das sind Identitätsfragen, Zweifel, die kommen. Ist mein Weg noch richtig? Aber hier, Petrus sagt etwas Wundervolles, etwas, was nur von Gott kommen kann. Ihr seid jetzt ein Volk, ihr seid jetzt etwa ein Heiligtum, ihr seid jetzt ein königliches Priestertum. Ihr seid ein Volk Gottes. Ihr seid jetzt ein Besitz Gottes. Normalerweise machen Menschen Götter, aber hier ist Gott voll in seinem Plan, der sein Volk macht, der sein Volk zuruft. Liebe Geschwister, durch die ganze Bibel, im Alten Testament, können wir nur staunen vom Plan Gottes, dass er nur eins im Ziel gehabt hat, ein Volk für ihn zu bauen. So war auch der Aufruf und das Versprechen an Abraham, aus dir werde ich ein Volk machen, unzählig. Das kannst du nicht mehr vorstellen als Mensch, und das war gut so, weil das nur von Gottes Plan kommen kann. Und das geht nur weiter. Die Israeliten haben geglaubt, ja, das ist es, bis dahin. Aber durch die ganze Bibel wissen wir, dass wir hingewiesen werden zu dem, was noch kommt. Und das sind alle, die an Jesus glauben. Das ist das neue Volk, dieses heilige Priestertum, was wir berufen werden. Wir sind auserwählt. So steht es hier. Ihr habt eine neue Identität. Ihr seid ein Volk Gottes. So passt auf, was ihr da macht. Wenn ihr Fragen habt, ihr gehört jetzt jemandem anderen. Auserwählt, königlich, heilig, voll im ewigen Plan Gottes.
Und was noch wichtig ist, sagt Petrus hier, ihr wart ein Volk, die nicht Barmherzigkeit, die keine Gnade empfangen haben. Wissen wir den Unterschied von Barmherzigkeit und Gnade? Gnade ist, wenn wir etwas bekommen, was wir dafür nichts gemacht haben. Das ist nur ein Geschenk. Das ist Gnade. Und hier steht auch noch Barmherzigkeit. Und Barmherzigkeit ist einfach, dass es gibt einen Menschen, der ein Leid empfindet. Es tut ihm leid für uns. Wie viele Menschen kannst du zählen in deinem Leben, dass es leid tut für dich? Dass es Gedanken gemacht hat. Und hier ist Gott, hier ist unser Vater Jesus Christus, der sich Gedanken macht über uns. Der Barmherzigkeit, es tut ihm leid für uns, wenn wir ohne Identität herumtreiben in unserem Leben, voll mit Ängste und wir wissen nicht wohin. Er gibt uns eine neue Identität. Ihr seid jetzt ein Volk Gottes, königlich, heilig und auserwählt. Um was zu tun? Um uns anzugeben? Ganz im Gegenteil. Mark Dever schreibt in seinem Buch über die Jüngerschaft, die Tatsache, dass Gott im Wirken ist, vertreibt alle Stolz. Diese ganzen Sachen, die wir durch Gott haben, treiben uns nicht zu Stolz, sondern zu Demut. Und hier steht, die Tugenden dessen zu verkündigen. Die Tugenden dessen, der uns das alles gegeben hat. In Vers 9 steht das hier in unseren Versen. Was sind diese Tugenden? Kennen wir diese Eigenschaften Gottes? Können wir darüber erzählen? Kann unser Leben ein Zeugnis sein für diese Tugenden Gottes, für dieses wunderbare Licht, was wir in Jesus gehört haben und in Jesus gesehen haben? Stellen wir jetzt die Frage ganz zum Schluss, wie kann die Gemeinde Gottes durch Wind und Regen, durch Erdbeben des Lebens überleben? Nur, wenn sie begierig festhalten an dem Wort Gottes. Nur, wenn wir uns aufbauen, ohne Kompromisse, auf Jesus Christus, der sein Leben gegeben hat für uns. Und uns betrachten, wirklich kostbar, so wie wir auch sind, von Gott. Und drittens, dass wir festhalten an der neuen Identität, dass wir Volk Gottes sind, voll in seinem Besitztum und erkennen, dass Gott ist, der hier am Wirken ist. Wir gehören zu etwas Größerem und da sollen wir keine Angst haben. So hat ihnen Petrus gesagt, habt Angst, habt keine Angst, auch wenn ihr jetzt für kurze Zeit leidet. Ihr gehört zu dem großen ewigen Plan Gottes durch Jesus Christus, um die Tugenden des Herrn, um den Herrn selber zu verkündigen, um weiter zu sagen, ja, das habe ich erlebt, dass mein Leben, wenn das so ist, und du siehst, dass mein Leben ein anderes ist, wie du denkst, das ist nur allein durch Jesus Christus, mein Herr, zu verdanken. Amen.